Dank, Schwesterchen. Oberschwester. Oh, Sie haben aber eine eigenartige Schrift. Was? Ich verstehe ein bisschen was von Graphologie. Sehr aufschlussreich, wirklich. Gehen Sie jetzt, Herr Kulke, und genießen Sie Ihre Freiheit. Aber nicht allzu stürmisch. Sehr aufschlussreich. Bei uns waren Sie noch sehr gut aufgehoben. Aber wenn Sie Ihre alkoholischen Exzesse so fortsetzen, kommen Sie ganz woanders hin. Ich weiß, in die Klapsmühle. Mein Name ist schuld. Was? Ihr Name? Kulke? Nee, mein Vorname. Kulke heiße ich ja kaum. Meine Freunde und Berufskollegen nennen mich Pulle. Wissen Sie, ich war früher ein ausgesprochener Anti-Alkoholiker, aber die haben mich immer auf die Schippe genommen. Die haben gesagt, ich wäre eine leere Pulle. Na, und eine volle Pulle klingt doch ganz anders, nicht? Haben Sie eine Frau? Eine nicht. Ja, aber einen Freund haben Sie doch. Ja, den hat er. Mich hat er. Gestatten Sie, Franz Josef Ritschi. Nimm doch den Hut ab. Ich hab doch so wenig Haare. Sie müssen auf Ihren Freund Acht geben. Er darf keinen Alkohol trinken. Das ist sehr gefährlich für ihn. Sonst verwirrt sich sein Geist. Nicht mal so viel. Nicht mal so viel. Tun ein gutes Werk, wenn Sie auf ihn aufpassen. Ja, ich werde es versuchen. Ich weiß noch nicht, ob es gelingt. Ich habe selbst so Schwierigkeiten mit meinem Namen. Ich heiße nämlich Kippe. Und wegen Kippen. Dreh dich mal um, Kippe. Warum? Einfach umdrehen. Ja. So, Schwester, das bleibt hier. Die erste Versuchung bin ich los. Und ich meinen Wodka. Ruhe, Kippe, hier ist eine Heilanstalt. Heil, heil. Also, Schwesterchen, lieben, lieben Dank für alles. Bitte. Und ich möchte sagen, auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Bleiben Sie standhaft, Herr Kulke. Mein schöner Wodka. Lass doch der Frau auch was, die war so nett zu mir. Und die kippen doch bloß weg. Fragt sich wohin. Ach Josef, ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Ich hatte noch eine geschäftliche Besprechung. Na und, hat's geklappt? Du, was kann denn das einbringen? Na ja, je nachdem, nicht? Ja, was ist denn das für ein Geschäft? Ich habe noch einen alten Freund getroffen, der ist Vertreter, Alkohol en gros. Na, ausgerechnet Alkohol? Naja, man nimmt, was man kriegt. Du, das ist dein Kaffee. Machst du mal ein bisschen weiter mit dem Staubsauger? Gerne, liebe Lore. Josef! Josef, stell mal das Ding ab und komm! Du, sag mal, frühstückt deine Herrschaft auch immer in der Küche? Herrschaft, was sind denn das für Ausdrücke? Natürlich frühstücken die in der Küche. Ja, sag mal, willst du nicht wenigstens die Handschuhe ausziehen? Hast du auch so wenig Haare? Nein. Weißt du, das will er so haben. Er ist doch so wahnsinnig zärtlich mit ihr. Er will doch nicht, dass sie sich mit dem schweren Tablett bis zum Wohnzimmer abschleppt. Du, der ist ja so lieb zu ihr, sag ich dir, so lieb. Überhaupt, verheiratet zu sein, muss doch sehr schön sein, nicht? Das sagt meine Tante auch immer. Ist deine Tante auch so glücklich verheiratet? Überhaupt nicht, die ist Heiratsvermittlerin. Du, Josef, was hältst du vom Heiraten? Nichts. Weißt du, ich hocke nicht gerne nach Hause. Ich bin lieber mehr unter Menschen. Ja, das brauchst du ja auch gar nicht. Guck mal, Herr und Frau Martin zum Beispiel, die sind morgen wieder eingeladen zu einer großen Party. Zu einer was? Zu einer Party. Zu einer Gesellschaft. Ach so, Ringelpiez. Du, in einem tollen Schloss mit See und Park und so. Ungefähr 50 Kilometer von hier. 50 Kilometer? Hm? Ist das möglich, dass Sie da übernachten? Ja, bestimmt sogar. Warum interessiert denn dich das so? Ach, nur so, weißt du, ich dachte nur... Was du dachtest, ist nicht. Wenn ich das wollte, könnte ich auch zu dir auf deine Bude kommen. Was? Ach so, ja, das wäre, ja... Ja, es geht ja nicht. Mein Freund wohnt jetzt nämlich da. Ach, der Alkoholiker, Angro. Mhm. Das ist ja nur das Telefon. Junge, Junge, Junge. Annette scheint sehr auf dich zu fliegen, was? Das ist der Jahrgang, bei dem ich Chancen habe. An die Arbeit. Wo gibt's was zu trinken? Du sollst doch nichts mehr trinken. Du hast doch extra gesagt... Das war privat. Jetzt geht der Beruf los. Da muss der Motor angeworben werden. Hier. Richtig. Leer. Leer. Ja, hier habe ich schon mal... Hast aber schlecht gewischt, hier ist noch was drin. Na ja, ein bisschen noch ein bisschen, so. Na, mein Lieber. Hals und Einbruch. So. Wo? Oh, hier. Jetzt mit dem Tisch weg. Oh. Und da drunter ist der Raum, wo der Tresor ist. Ganz billiger Parkettboden. Ist das schlecht gebaut?
Dünne Decke. Typisch sozialer Wohnungsbau. Für uns kann die Decke nicht dünn genug sein. Das ist ja das Soziale dabei. So, den Koffer gebe ich in den Abstellraum. Warum in den Abstellraum? Sicher ist sicher. Falls zufällig doch jemand kommt. Na, hör mal, zufällig? Ich denke, deine Turteltauben übernachten woanders. Ach, wir sind eingeladen auf ein Schloss zu einer Partie. Ganz toll vornehmen mit Kaviar und Champagnersekt. Erich verdirbt mir jede Freude. Einmal im Leben werden wir toll eingeladen und das sagt er ab, hinter meinem Rücken. Du hast mir gesagt, du kannst nicht hingehen. Ich kann mich doch in diesem alten Fetzen nicht mehr zeigen. Naja, da habe ich eben abgesagt. Meine Mutti hat mir doch ein Cocktailkleid geborgt. Ja, mein neuestes Kleid. Das hat mir niemand gesagt. Ich wollte dich damit überraschen. Nur habe ich dich überrascht mit der Absage. Sag mal, gibt's ausschließlich nur Käsebrot? Entschuldige, ich habe mit eurem Besuch nicht gerechnet. Ich schon gar nicht. Aber ich schlage vor, wir betrachten das hier als Vorspeise. Und du ladest uns zu einem richtigen warmen Abendessen in ein Restaurant ein, hm? Das wird leider nicht gehen. Heute ist der 29. Ach so, daran habe ich nicht gedacht. Na, versuch doch mal diese Sardellenpaste. Sie ist vorzüglich und erstaunlich billig. Danke. Für einen armen Mann wie mich wahrscheinlich immer noch viel zu teuer. Bitte. Danke. Ja, ja, liebe Mama, du hast ja immer gesagt, Helga hätte einen reichen Mann heiraten müssen. Vielleicht sogar den Dr. Wernicke. Prachtvolle Villa, zwei Straßenkreuzer, Pferde. Er grinst zwar immer wie ein Mondkalb, aber was macht das schon? Man macht einfach die Augen zu. Jetzt habe ich aber genug! Ich auch. Ihr seid so komisch. Wie zwei richtige Kinder. Geh ins Badezimmer. Aber nimm erst kaltes Wasser. Wird von Tag zu Tag unausstehlicher. Ich hab dich ja gewarnt. Du wolltest ihn ja unbedingt haben. Jetzt hast du ihn. Ach, du kannst mich auch nie richtig trösten. Ich gehe jetzt. Wohin willst du? Nach Haus. Halt mal. Ich hab da hier die Flasche. Die kann ich ja halten. Ach, eigentlich finde ich's hier ganz gemütlich, was? Wenn das Ding geklappt hat, solltest du deine Lore heiraten. Oh, das fehlte mir noch. Wieso? Du sagst, sie ist ein anständiges Mädchen. Arbeiten tut sie auch. Wir sind kurz davor, Millionäre zu werden. Du sprichst von Arbeit. Ich rede vom Heiraten. Ist ja noch schlimmer. Es war immerhin mein bester Anzug. Wieso war? Der Anzug existiert ja noch. Ach was, ich kann mir nicht jede Woche einen neuen Anzug machen lassen. Aber den Flecken bekommen wir doch noch heraus. Na, willst du nicht aufmachen? Wieso, du hast den Schlüssel? Ah, au! Psst, nicht so laut. Au, tut aber weh. Zieh dir doch andere Handschuhe an, habe ich dir immer gesagt. Mahlzeit. Danke. Nach dem Essen bei deiner Mutter ist man immer noch hungriger als vorher. Wir waren ja nicht eingeladen. Außerdem, man spricht nicht mit vollem Mund. Sei froh, dass ich überhaupt mit dir spreche. Jetzt sag mir endlich, was habe ich dir Böses getan? Du hast mich geheiratet. Wie du siehst, ich beherrsche mich. Hm? Ich auch. Die verschwundenen Schlüssel in der Zuckerdose. Und du hast behauptet, ich hätte sie verlegt. Wo steht es geschrieben, dass ich sie in die Zuckerdose getan habe? Na, die Küche ist dein Reich. Außerdem sagst du immer, ich bin ein Pedant. Ein Pedant tut sowas nicht. Ich finde die Sache mit der Zuckerdose zu süß. Sind wir wieder gut? Also schön. Bis zum nächsten Mal. Mit wem hast du hier Cognac getrunken? Was sagst du da? Ich habe dich gefragt, mit wem du Cognac getrunken hast. Ich habe überhaupt keinen Cognac getrunken, weder mit jemandem noch mit mir allein. Vielleicht war es Lore. Sie hätte doch die Gläser gespült, so dumm ist sie doch nicht. War deine Mutter hier? Ja. Na also. Was heißt na also? Sie war höchstens 10 Minuten da. Ja, das genügt, die Flasche war ja nur halb voll. So, das ist doch die Höhe. Jetzt behauptest du doch, meine arme Mutter ist eine Säuferin. Das behaupte ich gar nicht. Sie nippt nur hin und wieder ganz gern, wenn sie es nicht selber zu bezahlen braucht. Du bist gemein. Du bist ein Sadist. Mutti hat vollkommen recht gehabt. Ich hätte dich nie heiraten dürfen. Nie, nie, nie. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn du es nicht getan hättest. Aber ich habe dich ja nicht dazu gezwungen. Was glaubst du denn, warum ich dich geheiratet habe? Vielleicht hast du mich mit dem Aga Khan verwechselt. Oder war es Liebe? Jawohl, es war Liebe. Aber nicht von deiner Seite.
Die Turteltauben. Ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt ein bisschen an die Luft, bevor ich in die Luft gehe. Wo willst du hingehen? Ich gehe zu Fuß bis zum nächsten Kino. Dort läuft ein Märchenfilm, den ich schon immer gerne mal sehen wollte. Ein Märchenfilm? Ja, mit dem unglaubwürdigen Titel Eine glückliche Ehe. Weißt du zufällig, wo mein Schirm ist? Im Abstellraum oder im Badezimmer. Oder in der Zuckerdose. Jetzt behaupte nur noch, dass meine Mutter deinen Schirm mitgenommen hat. Nein, das behaupte ich nicht. Da hängt er nämlich. Gute Nacht. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich allein hier bleibe. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß auch, wo du hingehst. Zu deiner Mutter. Jawohl, aber diesmal endgültig. Ja, bitte. Hoffentlich überlegst du sie es nicht. Die nicht, die ist von einer hartnäckigen Sorte. Blonde lassen nicht locker. Die Tür ist zu. Die Lore hat dir doch erzählt, die zwei leben wie in den Flitterwochen. Da ist es so in Flitterwochen. Ich war noch nicht verheiratet. Nachdem was ich eben gehört habe, ist doch niemals sein. Eins will ich dir mal sagen, was dein Mädchen anbelangt. Ja, hör doch bloß auf, willst du mich schon wieder überreden. Nein, die ist entweder doof oder eine weitläufige Verwandte von den Gebrüder Grimm, die erzählt Märchen. Hör doch auf von der Lore. Sag mal, wie es weitergehen soll. Wir arbeiten. Hast du nicht gehört? Wir haben 2 Stunden Zeit. Sie schläft heute Nacht bei ihrer Mutter und er ist im Kino. Ja, wenn er nur früher nach Hause kommt, weil ihm der Film nicht gefällt. Dann kriegt er einer aufs Dach, der Film nicht gefällt. Bist du verrückt? Der hat sowieso eine verdient. Man benimmt sich Frauen gegenüber nicht so. Nicht mal der eigene. Das ist die Feuerwehr. Ach, die Feuerwehr. Du hättest deine Ersatzhose mitbringen sollen. Hoffentlich macht der Tresor unten keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten wird er überhaupt nicht machen, wenn ich erst dran bin. Den öffne ich wie meinen linken Schuh. Hallo, Peck. Eine Ersatzhose könnte dir aber auch nicht schaden. Ach so, nur im Gesicht. Man wird ja auch langsam nervös. Das ist deine zukünftige. Hör auf! Herr Hollubeck! Ich muss aufmachen. Die trommelt das ganze Haus zusammen. Sie hat sich in dich vergafft. Richtig vergafft. Sie wünschen, Frau Köhler? Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja. Ich hätte nicht gewagt, Sie zu stören, wenn Ihre Schwester im Hause gewesen wäre. Aber ich habe gerade gesehen, wie sie mit ihrem Mann fortgegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, die beiden netten Herren Hollubeck werden mir sicher behilflich sein. Tja, gerne, Frau Köhler, wenn ich etwas für Sie tun kann. Ja, ich brauche Kamillentee. Hm. Ja, und ich habe mir gedacht, der nette Herr Hollubeck wird mir sicher mit einer Zitrone aushelfen. Brauchen Sie Kamillentee oder eine Zitrone? Beides. Beides? Ich habe vergessen, es zu besorgen. Ich bin sonst nie vergesslich, aber heute, das ist doch so ein verdrehter Tag. Kann man wohl sagen. Josef, guck doch mal, ob wir Kamillentee und Zitrone im Hause haben. Du kennst dich doch in der Küche aus. Kamillentee und Zitrone. Josef? Ihr Bruder heißt Josef? Aber das ist merkwürdig. Lori hat mir doch gesagt, der eine Herr Hollubeck heißt Anton und der andere Alfons. Und der Verstorbene, der hieß Adalbert. Das soll ja überhaupt eine merkwürdige Angewohnheit von der Familie Hollubeck sein, alle männlichen Vornamen mit A anfangen zu lassen. Aha, ja, komische Angewohnheit. Er heißt auch Alfons, also wir nennen ihn nur Josef, weil er so schüchtern bei Frauen ist. Oh, ist er das? Das ist aber nicht recht. Frauen haben sowas nicht gern. So, ich habe nun eine halbe Zitrone gefunden, leider. Und das der Kamillentee. Danke vielmals. Wissen Sie, ich lebe nämlich ganz allein. Und da muss ich immer abends Kamillentee zur Beruhigung nehmen. Ich habe nämlich eine schreckliche Angst vor Einbrechen. Aber. Ja, ich weiß, das ist albern. Aber glauben Sie mir, es gibt viele schlechte Menschen in der Welt. Aber jetzt, wo ich den Kamillentee habe, bin ich ja beruhigt. Und besonders, weil ich Sie beide in der Nähe weiß. Ja. Ja. Gute Nacht. Ja, also die Dose, die bringe ich Ihnen gleich zurück. Nein, wir behalten Sie ruhig noch ein bisschen. Also, danke schön und gute Nacht. Gute Nacht. Siehst du, man muss immer ein bisschen Gift bei sich haben. Eine Prise in den Kamillentee und die Alte stört es nicht mehr. Also, wenn sie noch mal kommt, du heißt Alfons. Alfons? Und ich Anton. Wieso? Das ist jetzt kackegal, wir haben nur noch 1,5 Stunden Zeit. So, nur aber los, damit ich mal ein kleines Loch kriege. Ich will den Schrank mit dem Geld endlich mal sehen. Erich hat das Sicherheitsschloss wieder nicht abgeschlossen. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte bloß
die Dose zurückbringen. Ich habe nur ein kleines bisschen herausgenommen. Ihr Sohn war so lieb und hat mir etwas Tee ausgeborgt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mein Sohn? Wahrscheinlich hält sie dich vor die Mutter von Erich. Na, ob das eher schmeichelhaft ist? Ich möchte nur wissen, wann Erich der alten Dame Kamillentee geborgt hat. Sag mal, hast du jetzt keine anderen Sorgen, ne? Ich finde es nicht richtig, dass wir hierher gekommen sind. Ich auch nicht. So, jetzt nimm deinen Koffer raus und pack deine Sachen. Muss das sein? Ja, wenn du wirklich ernst machen willst, dann muss es sein. Ich weiß nicht, Mutti. Na ja, so. Du? Ich sehe schon. Ach, Schuld an allem ist dieses Zimmer hier. Wieso? Wie hast du denn ganz vergessen, dass es ursprünglich das Kinderzimmer werden sollte? Natürlich habe ich es nicht vergessen, aber wenn wir jetzt Kinder hätten, hätten wir noch mehr Ausgaben und demzufolge noch weniger Geld. Na ja. Aber ihr hättet andere Interessen. Dein Mann würde nicht am Sonntag auf dem Fußballplatz sitzen, sondern zu Hause bei seinem Kind. Ha, da kennst du ihn schlecht. Er würde das Baby auf dem Arm zum Fußballplatz mitnehmen. Naja, dein Vater war genauso. Kegelclub und Skat. Naja, wenn du es dir anders überlegt hast, dann habe ich hier wohl nichts mehr zu suchen. Bitte bleib. Wenn Erich nach Hause kommt und ich allein bin, gibt es doch nur wieder Krach. Soll ich etwa hier übernachten? Warum nicht? Das ist die Idee des Jahrhunderts. Du schläfst bei mir und er steht hier auf dem Sofa. Ich soll in Erichs Bett schlafen? Ich denke ja gar nicht daran. Na gut, dann schläfst du eben in meinem Bett. Bitte, bitte bleib. Komm, gib mir die Betten machen. Da haben wir den Salat. Wie wäre es, wenn wir den beiden Damen eins aufs Dach geben würden? An Frauen vergreife ich mich nicht. Wenigstens nicht so hart. Höchstens hier und da mal eine Ohrfeige, das ist... Wo ist denn die Decke? Ach, ich hab sie schon. Mann, das hätte aber ins Auge gehen können. Euer Radio geht nicht. Hast du es aufgedreht? Ja, eben. Dann ist wieder der Doppelstecker kaputt. Ich bin fertig. Ich auch. Und nun hören Sie die letzten Fußballergebnisse. Tennis Borussia spielte gegen den sächsischen Verein Reichszwecke Zwickau. An den scheiß Fußball will ich nichts hören. Die hefteten sich an die Fersen. Das war was. Schrecklich, diese Singerei. Also stell dir vor, wir müssten sowas als Hauptberuf machen für Geld. Da gehe ich doch lieber einbrechen. Aber nicht mehr hierher. Warum denn nicht? Jetzt bin ich erst auf den Geschmack gekommen. Wir kommen nur hier raus. Am besten leise. Sag mal, Kind, bist du überzeugt davon, dass Erich im Kino ist? Was sollte er sonst sein? Du glaubst doch nicht etwa... Na nein, ich glaube gar nichts. Erich. Ich habe heute die ganze Nacht nicht schlafen können und habe nachgedacht. Na, wenn du sowieso nicht geschlafen hast, hättest du wenigstens ein Hemd bügeln können. Ja, ich weiß. Die Hemden sind nicht gebügelt, deine Strümpfe sind nicht gestopft. Aber hast du einmal unsere armseligen zwei Blumenvasen angeschaut? Wieso? Sind sie kaputt? Nein, leer sind sie. Seit einem Jahr leer. Seit einem Jahr bist du nicht einmal auf den Gedanken gekommen, mir ein paar armselige Blümchen mitzubringen. Ich weiß, du verdienst nicht viel, aber die paar Mark... Siehst du, jetzt hast du es ausgesprochen. Das Geld ist schuld an allem. Das Geld, das wir nicht haben. Ich weiß wirklich nicht, wie die anderen das machen. Dein Kollege Brummer zum Beispiel. Er verdient auch nicht mehr als du, aber trotzdem jedes Jahr eine Auslandsreise und alle zwei Jahre ein neuer Wagen. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Vielleicht macht er nebenbei Geschäfte oder er stiehlt. Willst du, dass ich einbrechen gehe? Ein Mann, der wirklich liebt, tut alles. Gut, bitte. Wie du willst, gehe ich einbrechen. Ich hab's ja gar nicht weit. Wozu haben wir eine Bank im Haus? Heute Nacht schmeiße ich eine Fensterscheibe ein. Nein, bitte nicht ausgerechnet heute Nacht. Wieso ausgerechnet? Was ist heute Nacht los? Wenn du so fragst, dann hast du schon vergessen, dass wir über das Wochenende in die Berge fahren wollten. Aber es liegt doch nur 20 Zentimeter Schnee. Mir genügt. Ich brauche nur ein bisschen frische Luft. Ach, du weißt ganz genau, morgen spielt mein Verein und heute habe ich eine Sitzung. Ach, dein Verein. Guten Morgen. Morgen. Fahren die Herrschaften heute in die Berge? Nein. Essen die Herrschaften zu Hause? Nein. Wenn sie fertig sind, schmeißen sie einfach die Tür zu.
ich schmeiß die gleich zu. Nanu, Annettchen rührt sich nicht? Die wird doch nicht etwa krank sein? Oh, Tag, Josef. Ach, bist du allein? Ja. Na dann, nicht spielen. Ich darf mal abstreifen, ja? Liebe Lore, ich möchte dir gern meinen Bruder vorstellen. Er ist auf der Durchreise und er wollte dich unbedingt kennenlernen. Ja. Das ist aber sehr nett von dir. Sag mal, ich wusste ja gar nicht, dass du einen Bruder hast. Ich habe ihn auch noch nicht lange. Nein, ich meine, ich hatte keine Ahnung, dass... Dass die Sache, Fräulein Lore, ich darf es mal aussprechen, ja? Dass die Sache, schauen Sie, einmal so ernsthafte Formen annimmt. Ernsthafte Formen? Naja, ich meine, von Formen kann man ja nicht reden. Hier spricht ja mehr das Herz. Also, es ist mein einziger Bruder. Und ich hätte doch nicht... Nanu? Was ist denn mit dem Teppich? Na, ab und zu muss ja auch mal unterm Teppich gefegt werden. Aber doch nicht am Sonnabend. Wieso nicht am Sonnabend? Na, weil ein so lebensfrohes Mädel wie Sie an einem Samstag nicht dauernd den Besen in der Hand haben kann. Und der Tisch steht auch ganz falsch. Ja. So. Besser. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Gestatten Sie, dass ich stehen bleibe. Nun, wertes Fräulein Lore, mein Bruder hat mir in einem schwachen Moment eingestanden, dass er sich mit dem Gedanken herumschleppt, Sie zu ehelichen. Ist das wahr? Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Ja, ich wusste es ja selber nicht. Also ich meine, bis gestern habe ich es auch noch nicht gewusst. Ich habe ihm gestern erklärt, dass ein so ehrlicher Mensch wie mein Bruder einem so anständigen Mädchen wie Sie nur mit blitzsauberen Absichten entgegentreten darf. Das ist aber sehr schön von Ihnen. Sie werden darauf verstehen, Fräulein Lore, dass ich Sie als Frau und Mensch einmal persönlich kennenlernen wollte. Ja, natürlich, das verstehe ich. Und nun, Fräulein Lore, gehören Sie ab heute... Ach, was soll dieses... Nehmen wir doch das traute Du. Gehörst du ab heute, dufte Bene, zu unserer Familie. Hey, hey. Ich bin so glücklich. Hallo, hallo, wer ist denn nur hier der Bräutigam? Der Bräutigam bist du, aber einer muss ja einen Kopf hinhalten. Freust du dich auch so, Josef? Ja, wahnsinnig. Lore, bevor wir uns weiterfreuen, mal eine diskrete Frage. Wieso hast du eigentlich meinem Bruder erzählt, dass das Ehepaar Martens sehr glücklich ist miteinander, obwohl das gar nicht wahr ist? Woher wissen Sie denn das? Du. Ich? Na, als meine zukünftige Schwägerin sagst du doch du zu mir. Ach so, ja. Woher weißt du denn das? Ich habe mich erkundigt. Die zwei sind wie Katze und Hund. Das ist also dein letztes Wort. Helga, ich kann nicht wegfahren. Ich gehöre zu einem Verein. Ich bin im Vorstand. Ich kann doch meine Kameraden nicht sitzen lassen. Aber deine Frau kannst du sitzen lassen. Aber Helga, wir streiten noch um des Kaisers Bart. Ich habe doch sowieso kein Geld. Aber ich habe noch etwas Geld. Für 2 Tage reicht es auf jeden Fall. Wenn auch etwas knapp. Na, dann fahr eben allein. Ist das dein Ernst? Das kannst du auffassen, wie du willst. Dann habe ich gedacht, wenn ich dir das erzähle, dann wirst du glauben, dass alle Ehen so unglücklich sind. Sind sie auch. Ja. Aber wenigstens manchmal, in solchen Fällen. Na, Mädele, nur hör auf zu weinen. Erzähl doch mal, was mit dieser Familie eigentlich los ist. Wer ist denn an dem ewigen Krach schuld? Beide. Er beschwert sich, dass seine Hemden nicht gebügelt werden. Sie hält ihm dauernd einen kaputten Wasserhahn vor und beschwert sich, dass er ihr seit Monaten keine Blumen gebracht hat. Aber der Hauptgrund ist, er will jedes Wochenende mit ihr in die Berge fahren und immer wieder bricht er sein Wort. Heute auch. Ein Lump ist es. Moment mal, wie war das? Die wollte heute wegfahren? Ja, übers Wochenende nach hohe Luft. Aber er will nicht. Selbst wenn er wollte. Am Ende des Monats hat er nie Geld. Hat nie Geld. Das ist schlimm. Sag mal, Lore, wie lange hältst du dich eigentlich hier in der Wohnung noch auf? Bis ich mit meiner Arbeit fertig bin, muss auch gleich anfangen. Ich muss aufräumen und Geschirr abtrocknen. Wir helfen dir, ja? Ich gehöre bestimmt nicht zu den Müttern, die immer sagen, hättest du nur auf mich gehört. Aber in diesem Fall muss ich wirklich sagen, hättest du nur auf mich gehört. Ich habe nun mal nicht auf dich gehört. Hier steht es schwarz auf weiß. Schuld sind wir beide. Das heißt, eigentlich sind wir beide schuldlos. Es sind eben zu starke Persönlichkeiten beide. Sag mal, was liest du da eigentlich? Der Zweikampf in der Ehe. Ein populär wissenschaftlicher Artikel von Dr. Z.K. Gries. Hör zu. Gleiche Bildungsstufe, gleiche Intelligenz sind eher eine Gefahr für die Ehe als umgekehrt. Der eine Ehepartner muss zu dem anderen aufschauen können. Glaubst du, der will zu mir aufschauen? Der will nicht zu mir aufschauen. Wer kann das sein? Gnädige Frau. Herr Dr. Wernicke, kommen Sie doch herein. Nein, so eine Überraschung. Ich fuhr zufällig vorbei und da habe ich mir gedacht. Aber das ist doch eine großartige Idee von Ihnen. Kommen Sie, Herr Doktor, legen Sie ab. Dankeschön. Helga ist nämlich zufällig auch da. Sieh mal, Helga, wer da ist. Ist das nicht reizend?
schönste aller Frauen. Sie übertreiben schon wieder maßlos, Herr Doktor. Sie lesen Dr. Gries. Sie sind ein sehr guter Freund von mir. So? Ja. Er muss ein gescheiter Mensch sein. Ist er verheiratet? Wenn nicht doch, dann würde er sich ja nicht trauen, gegen die Frauen Stellung zu nehmen. Und wenn du jemand aufmacht, dann fragen wir nach der Lore. Er ist bestimmt nicht da, der Wagen steht ja nicht vor der Tür. Und sie ist auch nicht da. Und sie ist auch nicht da. Also ich fühle mich hier schon wie zu Hause. Ja, ich fühle mich ja wie im Gefängnis. Ach, was machen wir nur, wenn es hier jemand überrascht? Nur was wir immer machen, wir haben doch hier schon unseren Stammplatz. Versteck die Sachen und hol die Werkzeuge. Los, los! Wenn das bloß gut geht. Was soll denn daran nicht gut gehen? Bis jetzt haben wir doch ein Wunder vollbracht. Kein Mensch hat das Loch bemerkt. Stell dir mal so ein Glück vor, das ist unser größtes Ding bisher. Glaubst du, jetzt gebe ich auf, wo die halbe Arbeit gemacht ist? Nie. Moment mal. Hörst du was? Wo? Da unten. Eine Unverschämtheit. Arbeiten am Samstagnachmittag. Die Beamten sind zu allem fähig. Aber ich habe doch selber gesehen, unten Eisengitter davor, die Türen zu. Ich kann mich doch nicht so geirrt haben. Du hast dich auch nicht geirrt. Nicht doch, Heinz, lass das. Ich bitte dich, Heinz, wir bekommen doch nicht dafür die Überstunden bezahlt. Nein, dafür nicht, aber man zieht uns dafür auch nichts ab. Verstehst du was? Ich höre weibliche Küche, eine Frau muss auch dabei sein. Ein Mist. Na, was machen wir nur? Du deckst zu und ich denke nach. Junge, 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 Junge. Jetzt geht's da unten auch schon los. Ehepaar, die Alte. Ein bisschen Ruhe braucht man ja mal zum Arbeiten, nicht? Du, hast du schon mal was von der psychologischen Methode gehört? Willst du mir vielleicht erklären, wie du mit deiner psychologischen Methode den Tresor da unten knacken kannst? Nee, wir müssen ja erst einmal vor dem Ding stehen. Und dazu brauchen wir eine ruhige, ungestörte Nacht. Ja klar, wie Kloßbrühe. Aber dazu brauche ich doch keine Psychologie. Aber wie kommen wir zu der ungestörten Nacht, indem die beiden endlich mal in die Berge fahren? Frauchen legt Herrchen sowieso schon immer in den Ohrchen. Nur wird Zeit, dass Herrchen einmal Jahrchen sagt. Ja, der Ansicht bin ich auch. Also gut, dann warten wir hier, dass die zwei nach Hause kommen. Und dann sorgen wir dafür, dass die beiden in die verschneiten Berge fahren. Nur damit der liebe Pulle und der liebe Kippe hier in Ruhe richtig spielen können. Das machen wir ganz anders. Du gehst jetzt runter und holst Blumen. Blumen? Rosen, rote Rosen. Wozu denn das? Da hast du keine Ahnung von. Das ist ja die Psychologie. Los, hol 15 rote Rosen. 10 genügen auch. Also jetzt sagen Sie mir wirklich, Herr Doktor, sind Sie zufällig vorbeigekommen, oder? Haben Sie etwas Bestimmtes auf dem Herzen? Ne? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß doch, liebe Frau Holubek, dass Sie sehr viel allein sind. Und wie Sie wissen, bin ich es auch. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, mit mir übers Wochenende in die Berge zu fahren. In die Berge? Nein, sowas. Na, was sagst du dazu, Helga? Was soll ich dazu sagen? Der Doktor will mit dir in die Berge fahren, nicht mit mir. Aber das ist doch selbstverständlich. Ich hatte doch keine Ahnung, dass ich Sie hier antreffe und dass Sie eventuell die Möglichkeit erwägen. Ich erwäge gar nichts, Herr Doktor. Moment mal. Also um die Wahrheit zu sagen, Herr Doktor, Helga wünscht sich das schon seit langem. Eine kleine Fahrt, ein paar Stunden Erholung, aber ach, Erich will nichts davon wissen, wegen seines dämlichen Fußballspiels. Ein ordinärer Sport. Ja, aber ich würde mich wirklich glücklich schätzen. Ja, aber überlege es dir doch mal, Kind. Ja, aber das geht doch nicht, Mutti. Was würde denn Erich dazu sagen? Na, wieso, was soll er denn dazu sagen? Wenn ich mitkomme? Ja, ja, wenn die Frau Mama mitkommt. Sehr hübsch. Ja, schon, aber was soll der Quatsch? Herrchen hat Frauchen Blumen besorgt. Was? Seit einem Jahr das erste Mal. Jetzt blüht die Treibhausindustrie und das Familienleben. Hör mal, hörst du einen Wasserhahn tropfen? Nein. Herrchen hat auch das Wasserhähnchen repariert. Jetzt gibt's ein frisches Wasserhähnchen. Und nun pass mal auf. Herrchen hat auch das Radio repariert. Herrchen ist eben kein technischer Trottel. Jetzt kann Frauchen Blumen riechen, Musik hören, duschen. Und wenn das nicht reicht, kracht's. Und jetzt kommen wir in die Küche. Hier, Dr. Wernicke, kann ich bitte den Chefportier sprechen? Ach, Sie sind es, Herr Keller. Hier, Wernicke, wie steht es bei Ihnen, wenn ich noch heute herauskäme? Ein Doppelzimmer, ein Einzelzimmer. Nein, eine Verbindungstür ist nicht notwendig. Das muss auch nicht auf derselben Etage sein. Ich komme mit der Gattin eines Bekannten und die Mutter der Dame kommt auch mit. Das Doppelzimmer ist für die Damen. Ja, ich danke Ihnen, Herr Keller. Et voilà. Ich bekomme immer etwas. Blüte und Weiß, Preis ausschreiben. Sei doch nicht so neugierig.
Darf ich fragen, um was für eine Art Preisausschreiben handelt es sich hierbei? Hat das kennen Sie nicht? Und bei uns im Haus spielt das ganze Haus mit. Jedem Stück Blüte und Weißseife ist ein Los beigelegt. Da kann man allerhand gewinnen. Eine ganze Kiste Seife oder Lebensmittel oder auch Reisen. Kleine Reisen, große Reisen. Reisen, große Reisen, kleine Reisen. Und Sie sagen, das ganze Haus spielt mit? Frau Martens auch? Ihre Schwester? Meine Schwester, ja. Ja, natürlich. Die Lore hat es mir erzählt. Die Lore ist wirklich ein Schatz. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir besorgen den Brief und Sie gewinnen diesmal ganz bestimmt. Gute Nacht, gute Nacht. Helga, du bist da? Mhm. Hübsche Musik. Mir gefällt sie auch. Ich mache uns etwas zum Essen. Oh, ich dachte, du isst bei deiner Mutter. Nein, ich habe es mir anders überlegt. Erich? Ja? Willst du Eier mit Speck oder Eier mit Schinken? Eier mit Schinkenspeck. Ich habe weder Speck noch Schinken. Ich habe nur ein alles Stück Wurst da. Schneid die Wurst hinein, mir ist es wurscht. Hier scheinen Heinzelmännchen am Werk gewesen zu sein. Dasselbe habe ich auch gedacht. Bin gleich soweit. Nein, bitte nicht jetzt. Ist jetzt einmal zu Ende. Ich möchte überhaupt nicht, dass du mit mir redest. Wir haben schon so viel miteinander gesprochen und es kam immer nur Krach dabei heraus. Bitte, sei mir doch heute nett zueinander. Also gut. Wie du willst. Aber das eine sage ich dir. Ich lasse dich von jetzt ab keine Sekunde mehr allein. Das sagst du so drohend. Ich finde das herrlich. Aber Helga, du nimmst die Sache einfach zu leicht. Was? Du weißt genau, was ich meine. Oh, du hast mir doch versprochen, heute werden keine Probleme gewälzt. Aber eine Erklärung darf ich doch wohl abgeben. Nur wenn du mich vorher küsst. Helga. Helga, du darfst dich nicht zu so unsinnigen Taten hinreißen lassen. Ich lasse mich nie zu irgendetwas hinreißen. Ich überlege mir alles ganz genau. Ja, aber das ist ja noch schlimmer. Du beschämst mich einfach. Weißt du, es war bis jetzt für mich unerträglich, dass du nach deiner Heirat weiterarbeiten musstest und... Und dass ich dir nicht alles bieten konnte, was du dir wünschst. In Grenzen natürlich. Liebling, du sagst so wunderschöne Sachen. Es tut mir direkt leid, dich zu unterbrechen. Aber ich muss dir antworten. Hättest du früher schon so gesprochen, dann wären wir gar nicht so weit gekommen. Aber... Psst, kein Wort mehr. Wir haben abgemacht, heute werden keine Probleme gewälzt. Jetzt ist das Essen kalt geworden. Ich hab dir ja auch gesagt, du sollst essen und nicht reden. Ich hole dir deine Pfeife. Nein, ich hole meine Pfeife. Aber ich muss sowieso abräumen. Nein, ich räume ab. Du hast den ganzen Vormittag schwer geschuftet. Du musst dich jetzt etwas ausruhen. Du bist reizend. Du bist hinreißend. So habe ich mir die Ehe eigentlich vorgestellt. Wer
vor. So. Ich habe das Geschirr in das Spülbecken gestellt. Jetzt rauche ich erst eine Pfeife und dann wasche ich ab. Ich bin glücklich, unsagbar glücklich. Das bin ich eigentlich auch. Ich bin es aber viel mehr als du. Ich habe nämlich mehr Grund dazu. Ich habe einen Mann, der entschlossen ist, für mich alles zu tun. Alles. Weißt du, wenn du das Geschirr spülen meinst, das... Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, wer kann das sein? Ich mach auf. Nein, nein. Heute bin ich für häusliche Belange zuständig. Oh je, der Dr. Wernicke. Herr Erich Martens? Ja, bitte, Sie wünschen. Dürfen wir eintreten? Ja, bitte. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Dr. Pulle, Geschäftsführer. Und das ist mein staatlich geprüfter Kollege, Herr von GP. Martens. Freut mich. Mich auch. Wir wollten eigentlich die Frau des Hauses sprechen. Ja, meine Frau ist da. Bitte entschuldigen Sie. Bitte. Liebling, zwei Herren möchten dich sprechen. Zwei Herren? Ja, nett haben Sie es hier. Frau Martens, entschuldigen Sie den kleinen Überfall. In Ihr Traulichheim aber eine kleine Panne. Eine Panne der Gestalt, dass ein Brief, der Sie verständigen sollte, dummerweise in unserem Postfach stecken geblieben ist. Sodass wir beide selbst persönlich mitten aus der Arbeit gerissen, entschuldigen Sie bitte, in Ihre hygienisch junge Zweisamkeit einbrechen. Einbrechen? Um Ihnen im Namen der Firma Blüte und Weiß, Halsnase, Ohrenseife mitzuteilen, dass Sie zwei eine kleine Reise nach hohe Luft gewonnen haben. Nach hohe Luft? Nach hohe Luft. Ist das schön? 48 Stunden Aufenthalt im Grand Hotel, freie Verpflegung, erster Klasse Bahnfahrt hin und zurück oder auf Wunsch Benzinspesen. Moment, Moment. Nicht so schnell. Das kann ich noch gar nicht fassen. Wollen Sie bitte nicht Platz nehmen? Ja, danke, verbindlich. Danke, nein. Nein, danke. Sie haben nämlich keine Zeit. Wieso haben wir keine Zeit? Der nächste Zug geht schon in 45 Minuten. Ist doch schade um jede Sekunde. Da haben Sie recht. Liebling, was sagst du dazu? Das ist ja ein Wink des Schicksals. Ja, du hast recht. Also, wenn wir fahren, fahren wir mit dem Wagen. Benzin. 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 Ja, richtig. Da hätten wir hier Folgendes. Bitte schön. Ja, akzeptiert das jede Tankstelle? Keinesfalls. Nein, nein, wenn Sie hier unterschreiben, dann bekommen Sie 50 Mark Benzinspesen. Ja. Und wenn Sie in hohe Luft ankommen, gnädige Frau, bitte, denken Sie an Ihre Frau. Fahren Sie schön langsam. Wenn Sie da ankommen, melden Sie sich bitte beim Chefportier. Die Mahlzeiten gehen auf unsere Rechnung. Morgens, mittags, abends zusätzlich je 3 Liter Wein. Was? 9 Liter Wein? Ja, vorsichtshalber, falls die Gegend nicht so hübsch ist. Herr und Frau Martens, ich darf mal herzlich gratulieren. Dankeschön. Ja, vielleicht darf ich auch noch gratulieren, wenn es gestattet ist. Danke. Eins möchte ich noch sagen. Uns dürfen Sie gerne vergessen. Vergessen Sie bitte nie die Firma Blüte und Weiß, die Seife für den Empfindlichen. Ja, meine Herren, ich darf Sie hinaus begleiten, bitte. Ja, danke schön. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Helga, wo steckst du? Hier. Ein Hurra für Blüte und Weiß. Ich werde nie mehr behaupten, dass Ihre Seife stinkt. Ich glaube, ein Koffer wird genügen für die 2 Tage, nicht wahr? Na klar, komm, Liebling, wir... Na, nicht immer so kleine Sachen zwischendurch. Guten Abend, die Herren. Na, Fräulein, ist Ihnen jemals schon ein einzelner Herr so treu gewesen wie wir beide? Ja, der da. Zwei Wodka, bitte. 3. Nicht, dass ich Angst hätte, aber eine Klopperei können wir jetzt im Moment nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was hast du denn? Leider haben wir schon viel zu viel Spesen gehabt. Das würde ich glatt sagen, wir hören auf damit. Weißt du, Kippe, du bist so ein richtiger Zurückzieher. Ja, uns haben schon viel zu viele Leute gesehen. Die werden uns nie wiedersehen. Dies eine Ding drehen wir noch und dann nie wieder. Wir haben doch gültige Pässe. Du vergisst die Porträtsammlung von der Polizei. Guck mal, jetzt rauschen sie ab. Willst du jetzt gleich anfangen? Gleich. Sofort. Gib mal die Kneife, ich muss das durchbeißen hier. Deine psychologische Methode ist aber wirklich prima. Jetzt können wir endlich konzentriert arbeiten. Dann, da, die, da.
Mein Vater hat doch recht gehabt. Ich bitte dich, lass deinen seligen Vater ruhen. Wir haben schon genug Ärger mit deiner Mutter. Mein Vater hat gesagt, wenn man etwas erreichen will und immer wieder daran denkt, erreicht man es auch. Meistens gerade in dem Moment, wo man überhaupt nicht mehr damit rechnet. Ja, das ist eine ziemliche Binsenweisheit. Ich wollte doch unbedingt in die Berge fahren. Ich war schon nahe daran, eine Dummheit zu machen. Das kann man wohl sagen. Und jetzt fahren wir auch, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Dank Blüte und Weiß. Ein Glück, dass ich in der Trinkerheilanstalt dünner geworden bin. Jetzt ist das Loch groß genug, jetzt reicht es. Da wärst du mal ruhig dicker geblieben. Da wärst du jetzt nicht so nervös. Ich bin die Ruhe selbst. Wir machen einfach nicht auf, ne? Ja, hol Lubeck. Hui, Rumpelstelzchen. Geh und frag, was er will. Ja, mein Mädelchen, ich komme. Herr Hollubeck! Was ist denn schon wieder? Ihre Schwester ist gerade weggegangen, sonst hätte ich nicht gewagt, sie zu stören. Das macht ja nichts. Aber unseren Kamillentee, den haben Sie ja noch. Nein, den habe ich nicht mehr. Den habe ich Ihrer Schwester eigenhändig zurückgegeben. So? Das hast du mir ja gar nicht gesagt. Wusstest du denn das? Natürlich. Na, Annettchen, was brauchen Sie heute? Einen Hammer. Einen Hammer. Ja, den brauchen wir doch selber. Nein, wir haben doch zwei. Seid nett zueinander. Wer zwei hat, gibt einen ab. Hol den kleineren. Kommt gleich. Ich mache ihn bestimmt nicht kaputt. Ich kann ihn auch in 10 Minuten wieder zurückgeben. Ist nicht nötig. Wir wollen uns ja mal schlafen legen. Wir müssen uns ja auch mal ausruhen, nicht? Es war nämlich ein anstrengender Tag. Ja. Ja, dann schlafen Sie schön. Ja. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Den Hammer sind wir auch los. Immer nur im Spesen. Sei doch nicht so kleinlich. Annettchen ist doch auch nur ein Mensch. Ja, ich bin ganz schön auf den Arm. So doof kann doch keiner sein. Die ist doof. Endlich mal in ein neues Zimmer. Albernes Haus, nicht mal Fahrstuhl. Wir sind ja ganz falsch. Wo ist der Tresor? Wir stehen dort drauf, Mensch, du Dummerle. Mach die Sachen runter. Ärger es nur, dass ich deine Hemden nicht gebügelt habe. Jetzt hast du kein einziges sauberes Hemd für die Reise. Sag mal, machst du Spaß oder soll ich mich für jedes Hemd einzeln bedanken? Wie meinst du das? Ja, du hast doch die Hemden gebügelt. Ich habe doch zwei eingepackt. Von wo hast du die herausgenommen? Aus dem Schrank. Zwei sind noch drin. Hast du schon vergessen, dass du die geplättet hast? Aber ich habe sie gar nicht geplättet. Wann hätte ich denn das tun sollen? Ja, ehrlich gesagt, darüber habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, die Lore hat dir geholfen. Denn den Wasserhahn und den Doppelsteck hast du bestimmt nicht selbst repariert. Aber Erich, der hast du doch in Ordnung gebracht. Leider nicht, mein Schatz. Ich weiß, es wäre natürlich meine Pflicht gewesen, aber... Erich, eine Frage. Hast du mir die Rosen geschenkt? Nein. Ich dachte, die hättest du besorgt. Erich, halt an. Hier stimmt was nicht. Ja, wie du willst. Erich, schau mir in die Augen. Bitte? Du wolltest deine Drohung wahrmachen, nicht wahr? Und hast versucht, unten in der Bankfiliale einzubrechen. Ich habe das Loch im Fußboden gesehen. Ich muss dich wirklich enttäuschen, mein Kind, aber ich war es nicht. Im Gegenteil, ich habe geglaubt, du bist es gewesen. Ich habe das Loch auch entdeckt. Ja, also das verstehe ich nicht. Verstehst du das? Nein. Ja, natürlich. Die zwei von Blüte und Weiß. Ja, die zwei Blütenweißen. Komm, wir müssen sofort zurückfahren. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich neugierig bin. So. Sesam, öffne dich. Das ist alles. Ja. Mach die Brille hoch. Ach so, jetzt sehe ich. Bruder, ab morgen kenne ich dich nicht mehr. Komm, lass mich ja machen. Ruh dich mal aus. Die Feinarbeit mache ich. Ob die beiden noch da sind? Ich hoffe ja.
Ich hoffe, nein. Wie meinst du das? Hast du denn keine Angst? Ich glaube nicht. Sehr kräftig sahen die beiden nicht aus. Vielleicht sind sie aber bewaffnet. Ja, das ist möglich. Hol auf jeden Fall die Schreckschusspistole aus dem Handschuhkasten. Schaut wie echt aus. Das kriegen wir nie alles in unseren Koffer rein. Wir nehmen einen aus der Abstellkammer von Martens. Hast du mal schnell eine Mark da? Warum? Ja. Man soll keinen Schrank leer stehen lassen, sonst kriegt man nie wieder einen auf. Ach, das kostet alles ein Geld. Dein Aberglaube ist auch noch immer spätestens. Los, los, komm jetzt. Ja, los, geht. Hier, nur erstmal das Wichtigste. Ja. Mensch, als Kapitalist musst du jetzt mit der Dämlichkeit mal aufhören. Nicht aufs Geld! Das müsste mal einer sehen, was das für eine schwere Arbeit ist. Siehst du mal, wie wichtig Turnen in der Schule ist. Junge, Junge, jetzt bin ich ein reicher Mann und hab nichts zu trinken. Muss man so wie Pullover behandeln. Schön knitterfrei zusammenlegen, weißt du? Warte mal. Das lasse ich für Martens her. Die müssen ja wieder zumauern, nicht? Mach schon, mach schon. Den Mantel wirst du wohl jetzt wiederkriegen. Ich kaufe mir jetzt Kamelhaar. Beeil dich doch. Genieße doch deinen Feierabend. Hohe Luft ist weit. Wir haben Zeit, viel Zeit. Die Herren irren sich. Sie haben keine Zeit. Wollen wir ihm widersprechen, Kippe? Nein, er hat ein Schießeisen mit. Wir haben Geld. Das können wir ihm abkaufen. Was kostet die Kanone? Los, sieh auch die Hände über den Kopf. Genügt so, ich möchte meinen Hut nicht zerbeulen. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, sollte sich per Zufall aus der Kanone ein Stückchen Eisen lösen, gibt es den Paragraphen 566. Wir sind nämlich unbewaffnet. Mein Mann schießt nicht. Rein privat haben wir nämlich nichts gegen Sie. Ja, trotzdem, die Polizei muss verständigt werden. Los, Helga, ruf an. Das finde ich aber nicht nett von Ihnen, wo ich Ihnen doch die Hemden gebügelt habe. Und ich habe hier im Hause Reparaturen ausgeführt, da hätten Sie nie einen Handwerker für gekriegt. Wir sind Ihnen auch sehr dankbar dafür, was Sie getan haben, aber die Polizei muss verständigt werden. Und die 50 Mark, die ich Ihnen gegeben habe? Die bekommen Sie natürlich zurück. Helga, gib ihm das Geld. Na schön. Ja, und die 10 Mark für die Rosen? Von wegen langstielig und so? Sei doch nicht so kleinlich, geschenkt, gnädige Frau. Nehmen Sie die Rosen als Zeichen meiner persönlichen Verehrung. Oh, danke schön. So, jetzt ist aber Schluss, ja? Ruf die Polizei an. Moment! Herr Martens, bevor Sie einen kleinen Fehler fürs Leben machen, werfen Sie einen Blick in dieses Kofferchen da. Bitte. Ich habe das Geld nicht gezählt. Ich bin ja nicht kleinlich, aber ich schätze es auf eine halbe Million, wenn nicht gar 600.000 bis 700.000. Und es ist ein Zusatzgeschäft für uns, aber ich schlage Ihnen vor, wir machen Kippe. Moment! Wir haben ja auch Spesen gehabt. Wir können in unserer Branche nämlich kaum was abschreiben. Schweige! Ist ein Geizkragen. Nein, wir müssen auch an unser Alter denken. Wir kriegen nämlich keine Rente. Wozu denn Rente? Rente gut, alles gut. Ab dem Moment, wo wir 50 Jahre alt sind, haben wir doch im Knastzelle 3, das weißt du doch. Eine Doppelzelle, ganz warm. Also, habe ich es vergessen, Entschuldigung. Also schweige jetzt. Wie ist es? 50-50, wir 70, Sie 30? Und Sie schweigen jetzt auch. Wir machen solche Sachen nicht. Ich könnte meiner Frau nicht mehr in die Augen schauen. Ja, und ich meine Mann auch nicht. Sag mal, Erich, muss das wirklich sein mit der Polizei? Nein, das muss nicht sein. Nein, die haben ja so viel zu tun. Wir haben schließlich den beiden Herren sehr viel zu verdanken. Auch wenn Sie es nicht so gemeint haben. Doch, das war so gemeint. Oh, ich habe immer gesagt, Sie sind die Hauptsache hier. Das andere war ja nur nebenbei. Habe ich das gesagt, Kippe? Hat er immer gesagt, hat er gesagt. Ja, er hat immer gesagt, das ist ein reizendes Ehepaar. Hat immer gesagt, die verdienen es, glücklich zu sein. Und die paar kleinen Handgriffe machen wir für Sie. Und die paar großen Handgriffe auch. Überleg dir doch, Erich, wenn wir später gekommen wären, dann wären die Herren schon längst weg. Genau. Herr Holubek. Moment, das ist für mich. Hey, Sie! Lass das! Das ist Annettchen Köhler. Sie hat sich in ihn vergabt. Richtig gehend vergabt.
Also wenn Annette ein paar Minuten jünger wäre, ein Rasseweib, ich hatte ihr den Hammer geliehen, zurückbekommen. Sie hat übrigens keine Ahnung, dass sie zurück sind. Sie würde nie wagen zu klingeln. Nein, im Haus sagt man nämlich, gnädige Frau, Sie wären etwas zu stolz. Ach, das sieht nur so aus. Erich, lass die beiden bitte gehen. Danke. Hören Sie auf Ihre Frau. Lassen Sie uns erst mal weg. Sie können ja später die Polizei anrufen. Erzählen Sie meinetwegen, es waren zwei stattliche, schöne, große Männer. Ja. Mit Bart. Ich hab da gar keinen Bart. Dann suchen Sie dich auch nicht. Deshalb soll er es ja erzählen. Also? Also verschwinden Sie, aber rasch. Das Geld bleibt hier. Ach so, ja. Entschuldigung.